Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei Divan. Divan ist ein türkisches Restaurant in einer Nebenstraße vom Bertha von Suttner Platz. Also wenn ihr die Straße bei McDonald's reinfahrt. Genau, dort ist das. Und ich war schon ein paar Mal bei Divan und ich war sehr, sehr begeistert. Ich habe auch ein Lieblingsessen dort, das werden wir heute auch bestellen. Und ja, Divan hat auch noch eine Bäckerei nebenan, wo ihr auch noch Süßspeisen bzw. ja, so Backwaren kaufen könnt. Und ihr könnt dort auch frühstücken. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und let's go! Barışan'ın valisi, emniyet müdürü, İzmir'in emniyet müdürü gelecek veya Ömer gelecek. Sen gelecek, Ömer gelecek. Ne? So, also wir haben jetzt die Hauptspeisen bekommen. Wir haben auch wieder viele verschiedene Sachen bestellt. Und zwar einmal Wolfsbarsch vom Grill. Dann haben wir eine schwarze Pfanne sozusagen. Da ist Fleisch und Gemüse und Reis. Dann haben wir einen Vorspeisenteller mit Brot. Beiti, mein Lieblingsgericht. Vor allem hier in Divan ist es wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe es schon sehr oft gegessen. Und einmal ein Grillteller, auch mit kleinen Lamajun und mit Adana. Und ja, verschiedene Fleischsorten. Ich würde sagen, also den Vorspeisenteller haben wir gerade schon probiert. Und ich kenne das ja auch alles. Also Hummus ist hier wirklich sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, ob die den selber machen, aber der ist wirklich sehr, sehr gut hier. Aber auch die anderen Dips sind sehr lecker. Haben wir gerade schon probiert. Dann probiere ich mal, was ich selber noch nicht probiert habe. Was vom Grillteller. Also hier haben wir Adana. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Joghurt. Mhm. Was super witzig ist, ich habe eben gesagt, ich mag kein Kalb und kein Lamm. Und dann meinte er, Beiti ist aber Kalb und Lamm. Und ich liebe Beiti. Und dann dachte ich so, okay. Weil das schmeckt wirklich gut. Sehr, sehr gut gewürzt. Ein bisschen scharf. Sehr lecker. Und die süß kleine Lamajun. Ich glaube, ich mache hier auch ein bisschen Joghurt drauf. Mhm. Die sind auch richtig gut. Habe ich hier alles noch nicht gegessen. Ich habe nur Beiti hier gegessen und das war sehr, sehr gut. Mhm. Okay, und das hier ist, glaube ich, Hähnchenfleisch. Mhm. Mhm. Schmeckt auch richtig gut. Vor allem vom Grill hat das halt immer so Grillaromen, ne? Das ist sehr, sehr wild. Was ist das? Rind? Mhm. Das ist auch gut. Okay, ich mach mal mit Beiti weiter. So, Beiti. Beiti ist ja, für die, die es nicht kennen,
also ich bin auch kein Profi, aber Adana mit Teigmantel umwickelt quasi. Und dann ist da so eine Tomatensauce und immer Joghurtsoße bei oder Joghurt. Und das ist wirklich mein absolutes Favoritengericht beim türkischen Essen. Das ist so gut. Ich weiß nicht, warum das immer so gut schmeckt. Oh, hier ist, glaube ich, noch Käse drin oder so. Ja. Hier ist jetzt sogar noch Käse bei. Geil. Zeig mal. Okay. Das ist kein normaler Reis, sondern Bulgur. Boah, mit dem Käse ist geil. Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Ihr könnt ruhig reden, ne? Mmh. Boah, Pide. Stimmt, wir hatten beim letzten Mal Sucuk Pide. Das war auch richtig gut. Dein Ernst? Guck mal, was wir auf dem Tisch haben. Okay, also dann haben wir noch schwarze Pfanne. Mmh. Oh, das ist auch gut. Das ist mit Hähnchenfleisch. Mmh. Auch mit so Röstaromen und das in so ganz kleinen Stückchen, das ist cool. Mhm. Schmeckt auch richtig gut. Und jetzt noch was ganz Besonderes. Und zwar einfach so einen ganzen Fisch hier. Also, wenn der nicht gut aussieht, weiß ich auch nicht. Boah, das sieht echt gut aus. Oha. Was ist das für ein Fisch? Der schmeckt ja richtig gut. Selina, du magst gerne Fisch, ne? Dann wirst du den, glaube ich, lieben. Boah, der ist echt gut. Hm? Boah, der ist richtig gut. Oha. Ich bin ja voll begeistert. Und ich hatte auch noch keine Grete. Boah, der ist echt gut. Das hätte ich nicht gedacht. Beim Türken so einen guten Fisch. Krass, ich bin wirklich begeistert von diesem Fisch. Kann mir bitte jemand erklären, was aus wie ein Fisch ist? Das schmeckt so gut. Weißt du nicht mehr, was das ist? Oder? Doch. Wolfsbarsch, aber ich habe noch nie so einen Fisch gegessen, der so lecker geschmeckt hat. Der ist so gut. Wir lassen es schmecken und da gibt es noch einen Nachtisch. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt noch den Nachtisch und zwar haben wir einmal Baklava, also normales Baklava, dann haben wir Pistazien-Baklava, dann haben wir so Engelshaar mit Sirup getränkt, ich weiß leider den genauen Namen gerade nicht, Baklava mit Schoko und noch etwas anderes, auch eine Süßspeise, ist auch mit Sirup, so Teig mit Sirup und ich würde sagen, wir probieren das mal, das ist so sehr soft. Das schmeckt wie ein Keks, den du mit so Sirup getränkt hast. Richtig geil. So Biskuit-mäßig. Mmh.
Schmeckt geil. Dann so Schoko-Baklava. Sieht auch gut aus, ne? Der Laden, wo wir jetzt sind, ist quasi der Hauptladen. Richtiges Restaurant, wo man halt essen kann. Und der Besitzer hat auch noch nebendran so eine, nicht Patisserie, sondern so Konditorei-Bäckerei, wo der halt genauso Backwaren macht. Und da holt er das jetzt immer her. Und also wenn man das hier bestellt. Ich liebe ja Baklava. Vor allem das Pistazien-Baklava. Kommen wir gleich zu. Das ist richtig gut. Dann ist überall Pistazien bei, ne? Pistazien ist auch einfach gut. Mmh. Oh. Das ist auch gut. Halleluja. Das ist mein Favorit, glaube ich. Weil halt türkische Nachspeisen sind halt einfach der Shit. Boah. Magst du Pistazien? Endstufe. Endstufe. Das Pistazien-Overload. Richtig gut. Und das normale Baklava haben wir auch noch. Ja, das ist auch Legende. Also, mein Favorit sind wirklich das hier mit dem Engelshaar und das normale Baklava. Das ist auch gut. Das ist alles gut. Okay, wir lassen uns das schmecken und dann kriegt ihr noch mal ein Feedback nachher. So, wir sind fertig mit Essen und ich wollte euch noch mal ein kleines Feedback geben. Und zwar kann ich euch Divan, wenn ihr türkisch essen wollt, wenn ihr gut türkisch essen wollt, wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich war das erste Mal vor ein paar Monaten hier und seitdem ist es wirklich mein lieblingstürkischer Foodspot sozusagen in Bonn. Beyti ist sowieso mein absolutes Favoritenessen hier, aber auch generell vom türkischen Essen her. Dann hat der Inhaber oder der Besitzer hat auch vor kurzem umgebaut oder renoviert, modernisiert. Und er hat auch gesagt, dass er jedes Jahr so ein bisschen was mehr modernisiert oder neu macht. Und das ist natürlich auch gut. Ja, die Location hinten durch ist auch super schön. Vorne würde man das gar nicht so denken, wenn man reinkommt, dass der Laden so schön ist und so weit nach hinten auch durchgeht. Ja. Also ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Schaut mal hier vorbei und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Jetzt war meine Stimme wie ein Stimmbruch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.